Ja. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wenn wir mit einer Einleitung anfangen wollten, können wir jetzt gerne loslegen. Ja, herzlich willkommen alle. Ich bin Svetlana vom Netzwerk Teilchenwelt und ich freue mich, hier alle zu begrüßen zu unserem ersten virtuellen Besuch ans CERN, zum CMS-Experiment. Das ist unsere erste Online-Führung in der Woche der Teilchenwelt. Und ja, vielen Dank an unsere Kolleginnen am CERN, die jetzt euch heute dieses spannende Experiment zeigen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sie gern anschließend über Q&A stellen. Und ja, viel Spaß allen. Und ich übergebe dann an eure Guides. Ja, danke. Dann würde ich sagen, stellen wir uns gerade mal vor. Ich bin Cedric, ich bin Doktorand in Karlsruhe am KIT und bin ab und zu auch am CERN. Ich war jetzt vom Juli bis Juli, August, September hier, unter anderem hier auch beim CMS-Experiment als Technical Shifter und habe auch die Ausbildung als Guide gemacht, dass ich hier eben Leute beim CMS-Experiment rumführen kann und genau, mache heute den Virtual Visit zusammen mit noch einem Cedric. Genau. Also vielen Dank. Man hört mich? Ja. Okay, super. Also, ich bin auch Cedric. Die Namenswahl heute war sehr, sehr glücklich. Und zwar bin ich. Okay. Hört man mich nun? Okay. Also, Entschuldigung. Mein Name ist ebenfalls Cedric. Die Namenswahl war heute sehr glücklich bei den Guides. Ich bin Technical Student, das heißt, ich bin Praktikant im CMS Safety Office. Also ich arbeite fast tagtäglich hier im Point 5. Und ich bin CERN im April diesen Jahres beigetreten und Teil meiner Arbeit ist ebenfalls, dass ich hier meine Masterthesis schreibe. Und genau, also ich werde heute mit euch in den Untergrund gehen, werde euch die experimentelle Kaverne zeigen, werde vielleicht auch den Access zeigen. Also da gibt es ein paar Feinheiten. Und genau, wenn ihr Interesse habt, kann ich auch gerne noch etwas zu den Sicherheitssystemen hier weiter beschreiben. Super. Ja, und auch nochmal am Anfang. Auch nochmal jetzt am Anfang nochmal ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, zögert nicht, stellt die Fragen. Wir sind da, um alle Fragen, die ihr habt, zu beantworten. Genau, und zeigen euch gern alles, was ihr sehen wollt. Hier gibt es keine Geheimnisse, ihr könnt auch Fotos machen oder wie auch immer anderen Leuten davon erzählen, noch zuzuschauen. Ja, dann würde ich sagen, können wir loslegen? Willst du nach unten gehen? Oder? Okay, ja. Okay. Dann würde ich sagen, können wir vielleicht einfach mal ein bisschen was über den LHC erzählen. If we could switch to the monitor, yes. Genau. Hier sieht man einmal den Teilchenbeschleuniger hier am CERN. Der LHC, der gelbe Ring, Entschuldigung, der gelbe Ring hier, hat ungefähr einen Umfang von 27 Kilometern und oben rechts das kleine rote ist das Gelände von CERN, was wir da sehen. Direkt am CERN steht der Atlas-Detektor, der auch markiert ist. Und ihr seht was Blaues. Okay, thank you. Genau. Also hier ist der CERN-Campus, der Hauptcampus. Direkt neben dem Hauptcampus eben in der Nähe von Genf seht ihr hier den Atlas-Detektor. CMS ist am ganz anderen Ende von dem Teilchenbeschleuniger, hier ganz links. Das heißt, man muss ungefähr 20 Minuten mit dem Auto vom CERN hierher fahren. Ja, hier im Hintergrund seht ihr die Alpen, den Mont Blanc vor allem, schön über allen anderen Bergen thront. Ab und zu hat man hier eine echt schöne Aussicht in die Alpen. Das heißt, es ist ein wirklich schöner Arbeitsort, kann man nur empfehlen. Genau. Davor der Genfer See. Hier unten dann am Genfer See liegt Genf und das hier drüben ist hauptsächlich Frankreich. Und das Foto selbst wurde dann aus der Sicht von dem Juragebirge aufgenommen. Wenn man da oben wandern ist, dann sieht es ungefähr so aus, wie man hier sieht. Genau, ja, nochmal kurz zurück zum CERN. Also hier bei Genf ist der Hauptcampus, das Atlas-Experiment. Dann seht ihr hier in Gelb eben den großen LHC-Teilchenbeschleuniger, der 27 Kilometer lang ist. Das ist aber nicht die erste Stelle, an der wir Teilchen beschleunigen, sondern die Teilchen, was wir hier beschleunigen, sind Protonen, also Kerne von Wasserstoff. Die werden im CERN selbst erst vorbeschleunigt in verschiedenen Stufen. Und dann kommen sie hier eben in einen anderen Beschleuniger, ein Blau, der SPS.
Der wurde schon vor dem LHC gebaut, war damals, als er gebaut wurde, einer der oder der stärkste, energiereichste Teilchenbeschleuniger der Welt. Und mittlerweile ist es eben der LHC, der Large Hadron Collider. Genau, um jetzt die Beschleunigung vielleicht noch ein bisschen zu beschreiben, kann ich gerade mal auf die nächste Slide gehen. Hier seht ihr den Beschleunigerkomplex, wie er am CERN ist, einmal schematisch skizziert. Und zwar werden am CERN, also wie gesagt, wir nehmen Wasserstoff quasi, entfernen von dem Wasserstoff die Elektronen, die außen in der Schale sind, dann bleibt nur noch der Wasserstoffkern, also ein Proton übrig. Und das wird ganz am Anfang hier im LINAC 2 beschleunigt. Das ist Bild, das ein bisschen älter, mittlerweile ist es der LINAC 4, der Vorbeschleuniger ist. Von dort aus gehen die Teilchen dann in den Booster, wo sie weiter beschleunigt werden. Wenn sie dort eben die maximale Energie erreichen, damit möglich ist, werden sie weitergeleitet in das Proton-Synchrotron, hier mit PS in Pink. Dort werden die Teilchen wiederum noch mehr beschleunigt. Von da aus geht es weiter über ja, andere Überleitungen, eben ins SPS, was ihr vorhin in Blau gesehen habt. Ich kann nochmal zurückschalten. Hier einmal in Blau, der SPS, als der gebaut wurde, eben der stärkste Teilchenbeschleuniger der Welt. Und mittlerweile wird er als Vorbeschleuniger für den Large Hadron Collider verwendet. Das heißt, wenn die Teilchen, die Protonen im SPS, werden auf bis zu 450 Gigaelektronenvolt beschleunigt. Das ist die maximale Energie, die dort möglich ist. Und dann werden die Protonen eben weiter in den LHC geleitet. Im LHC selbst fliegen die Protonen in zwei getrennten Strahlrohren. Das heißt, einmal quasi im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und an den vier Punkten, wo die großen Experimente stehen, ATLAS, CMS, ELLIS und LHCb, dort schießen wir die Teilchen aufeinander, dort kreuzen sich dann quasi die Strahlrohre. Ich kann vielleicht nochmal, einfach die nächste Slide hier können wir uns einmal anschauen. So ungefähr sieht das Ganze aus. Der Detektor ist nämlich unter der Erde. Also wenn man hier oben lang fährt, zwischen dem CERN und dem CMS, die 20 Minuten, merkt man eigentlich gar nichts, dass hier ein Teilchenbeschleuniger ist. Der LHC ist circa 100 Meter unter der Erde. Was unterschiedliche Gründe hat. Erstens ist es einfach, unter der Erde zu bauen, weil wenn man 100 Meter unter der Erde ist, gehört das Land keinem mehr und man kann dort einfach, solange man die von den Regierungen die Erlaubnis dazu hat, eben einen riesigen Teilchenbeschleuniger bauen. Man stellt sich vor, wenn man jetzt einen 27 Kilometer langen Ring oberirdisch bauen wollen würde, müsste man erstmal das ganze Land kaufen. Das kommt natürlich alles zu großen Komplikationen. Genau, das heißt, dort unten unter der Erde haben wir halt den Tunnel. Es geht circa 100 Meter zu CMS runter. Das werdet ihr, glaube ich, auch gleich sehen, zumindest den Einstieg in den Aufzug. Wenn Cedric dann machen sich gleich bereit, loszugehen. Im Aufzug werden wir wahrscheinlich die Verbindung dann verlieren, aber dann, sobald die anderen wieder unten sind, sollten wir die auch wieder zurückbekommen. Genau, wir selbst sind gerade oberirdisch, also direkt oberirdisch, und links neben mir seht ihr oder könnt ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob die Kamera, could we show maybe the hole? Also, on the floor. Genau, hier links neben mir seht ihr gerade ein riesiges Loch. Dort geht es 100 Meter nach unten. Normalerweise ist hier eine dicke Betonscheibe drüber, die man hinten jetzt auch sehen kann. Die wird da eigentlich drüber gefahren. Das ist zu. Allerdings, wir werden gerade Arbeiten an CMS vorgenommen. Es gibt keine Teilchenkollision mehr. Die letzten waren Ende letzten Monats, glaube ich. Und genau jetzt gibt es keine Teilchenkollision mehr. Das heißt, wir können wieder an CMS selbst arbeiten und neue Sachen upgraden, kaputte Sachen reparieren und so weiter. Dort geht es 100 Meter eben nach unten und ihr seht auch große Rohre für die Lüftung und ja, die ganzen Sachen, die wir hier brauchen. Super. Also ich hoffe, man versteht mich. Wir befinden uns jetzt vor unserem Personal Access Device, kurz PAD, und dort kriegen wir so gesehen Zugang zu unserem Aufzug, wo wir dann 100 Meter unter die Erde fahren. Ich würde euch jetzt gerne mal mitnehmen. Und zwar ist das was ganz Besonderes. Man kennt es eigentlich eher aus Actionfilmen. Und zwar führen wir hier einen biometrischen Scan unserer Augen durch. Und zwar batchen wir hier unser Dosimeter, mit dem wir unsere Dosis tracken können, falls wir irgendeine Art von Dosis erhalten in Form von ionisierender Strahlung. Und ich batch das praktisch.
Dann geht die Tür auf und jetzt muss ich meine Augen einscannen. So, hier innen drin wird jetzt meine Iris gescannt und sobald ein Foto von meiner Iris gemacht wurde, erhalte ich den Zugang und die Tür sollte sich öffnen. Super. Okay. Also, unsere Kamera kommt jetzt auch direkt nach und dann geht's weiter. Vielleicht noch ein paar weitere Kommentare dazu. Und zwar, durch diese Tür können nur Menschen rein. Das heißt, wenn man einen Rucksack auch auf hat und so weiter, sollte einen die Tür nicht reinlassen. Dafür gibt es extra Infrarotkameras. Kleiner Kommentar noch zu der Tür. Material wird nämlich über eine andere Tür reingebracht. Wenn du mich gerade hören kannst, kannst du vielleicht auch die Materialtür gleich zeigen. Genau, also hier haben wir unser Mat. Das ist unser Material Access Device. Und von hier aus können wir sämtliche Materialien, die von unten kommen, über das Mat herausführen. Und zwar hat das den folgenden Sinn: Alles, was wir unten haben, könnte potenziell aktiviert sein von Strahlung. Und deswegen müssen wir zuerst verschiedene Radiation Surveys durchführen, bevor wir das Material nach außen bringen können. Das ist einfach ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus. Und man kann auch mal hier schauen: Hier haben wir selbst Klebepads. Es sieht ziemlich lustig aus. Und zwar sind die dazu geeignet, den Staub, der wirklich unter den Schuhen ist, um selbst diesen nicht in die Umwelt, in die Außenwelt zu tragen. Weil das Problem ist fast nicht die Strahlungsdosis, die man dort erfährt, sondern das, was man nach außen tragen könnte. In der Zwischenzeit ist jetzt schon unser Aufzug gekommen. Wir werden jetzt in den Untergrund fahren. Ich glaube, die Verbindung wird abbrechen. Wir melden uns, sobald wir wieder zurück sind. Genau. Super. Ja, und falls ihr auch mal persönlich ans Ich CERN kommen sehe. wollt, ihr könnt natürlich auch in Person eine Führung bei CMS machen, dann fahrt ihr genau mit dem Aufzug eben auch runter. Also genau, man muss halt eine Führung organisieren, das ist manchmal nicht leicht, einen Guide zu bekommen, aber theoretisch ist es alles offen. Okay. Hier ist gerade irgendwie Lüftung oder so angegangen, falls ihr Rauschen hört. Ja, hier wird auch noch gearbeitet. Ist jetzt nicht so, dass für den einen Virtual Visit hier alles ausgestellt wird. Genau, dann überbrücke ich jetzt mal die Zeit ein bisschen, bis Cedric unten angekommen ist. Ja, und sag vielleicht noch mal was zu den Slides. If you could show, ja. Genau, ihr seht hier auch ja, genau, die vier Experimente, die halt am LHC stehen, Atlas und CMS, sind allgemeine Experimente, die ja generell für alles Mögliche an Teilchenkollisionen designt sind. ALICE und LHCb sind speziellere Experimente. Können uns die gerade einmal anschauen, wie die ganzen Detektoren aufgebaut sind. Und zwar in der Mitte von jedem Detektor schießen wir quasi die Protonen aufeinander und dann entstehen dort Teilchenkollisionen und bei den hohen Energien, die wir erreichen, entstehen ganz neue Teilchen. Also es ist so, wenn wir Protonen beschleunigen, die werden eben auf 99,999, ich weiß nicht genau, wie viele Neuner kommen, Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Aber ab einem gewissen Punkt können wir eben Teilchen, die eine Masse haben, nicht schneller beschleunigen. Was dann passiert ist, effektiv kann man das beschreiben als, sie werden schwerer. Und dann eben diese Masse, die sie dann zusätzlich bekommen oder diese Energie, die sie dann zusätzlich haben, können wir wiederum in andere Materie umwandeln und dann entstehen ganz viele neue Teilchen in der Mitte von den Detektoren. Oben rechts seht ihr CMS. CMS wiegt ungefähr 14.000 Tonnen, ist 22, 23 Meter lang, 15 Meter hoch. Oben links seht ihr Atlas, das ist quasi das Schwesterexperiment zu CMS. Auch ein allgemeiner Detektor, der eben probiert, alles Mögliche an Kollisionen zu detektieren und so gut wie möglich aufzulösen. Atlas ist ungefähr, hat ungefähr ein doppelt so großes Volumen, ist aber auch nur halb so schwer. Ja, und jeder, der bei CMS arbeitet, wird natürlich sagen, dass CMS das bessere Experiment ist. Jeder, der bei Atlas sagt, natürlich andersrum. Unten rechts seht ihr LHCb. Das ist quasi nur ein halber Detektor, sage ich jetzt mal. Und zwar messen die nur Teilchen, die in Vorwärtsrichtung entstehen. Also geboostete Systeme machen dann Flavorphysik. Falls es jemanden interessiert, können wir da später auch noch mehr drüber reden. Und unten links seht ihr ALICE. ALICE ist ein Detektor, der sich spezialisiert auf Schwerionphysik. Und zwar werden im LHC nicht nur Protonen und Protonen aufeinander geschossen, sondern auch Bleiionen. Okay,
Dann, ja, wir können zurück, genau. Super. Also vielen Dank, Cedric, für die Überleitung. Und zwar befinden wir uns jetzt im Untergrund. Wenn man einmal rüberschwenkt zur Kamera, sieht man jetzt, wir haben uns vorher auf dem Level -2 befunden. Das liegt bei ungefähr 84 Metern. Und jetzt fährt der Aufzug gerade hoch und bringt die Techniker, die hier unten gearbeitet haben, wieder auf die Oberfläche. Und wir befinden uns jetzt wirklich hier im Schaft der USC. Ich weiß nicht, ob es bereits erwähnt wurde, aber wir haben zwei Kavernen. Wir haben einmal die USC, die Underground Service Cavern, und die UXC, die Underground Experimental Cavern. Der Unterschied liegt darin, dass in der Experimental Cavern das Experiment an sich liegt. Also hier befindet sich wirklich der CMS-Detektor selbst. Und die Service Cavern, hier befinden sich die ganzen Services, die wirklich zum Unterstützen der Systeme hier sind, und zwar auch das Trigger-Level und die ganzen elektronischen Racks, die ganzen Subsysteme der Subdetektoren, also dem HKI, EKI und so weiter, unterstützen. Wir befinden uns hier in dem Schaft, und das Besondere an dem Aufzug hier ist, dass es wirklich weltweit einzigartig ist, dass wir in einem Brandfall den Aufzug nutzen sollen. Es ist explizit gewünscht, und zwar haben wir hier eine Secure Line. Wir haben ein extra Stromnetz dafür. Der komplette Aufzug ist separiert von der Umwelt. Und der Schaft ist zusätzlich mit einem leichten Überdruck versehen. Warum? Falls es zu einer Rauchentwicklung kommt, könnten wir den Rauch von innen nach außen wegdrücken. Das heißt, der ganze Rauch könnte gar nicht hier in den Schaft kommen. Das kann man auch so ein bisschen an dem Zischgeräusch hier hören. Ich vermute, es kommt nicht durch die Kamera durch. Aber ich öffne jetzt mal den Zugang zu unserem Schaft, und dann sieht man praktisch, was man hier als Visitor sehen könnte. Also zum einen gibt es hier natürlich eine Informationstafel mit Informationen zu dem Projekt, zu dem CMS. Das hat euch der Cedric bereits erläutert. Des Weiteren gibt es hier natürlich eine wunderschöne LED-Show, die uns der Sultan hier hingezaubert hat. Und hier sieht man auch wirklich mal, wie tief das in Wirklichkeit ist. Also man kann wirklich den Höhenunterschied teilweise spüren. Und jetzt würde ich gerne in unseren Counting Room S1 gehen, wo sich auch unser Trigger Level 1 befindet. Das heißt, die erste Vorselektion der Daten. Und nicht wundern, es könnte sein, dass es etwas lauter wird. Hier befinden sich tatsächlich die ganzen elektronischen Racks. Also wie bereits erwähnt, befinden sich hier die Racks zur Datenverarbeitung der Subdetektorsysteme, aber auch des DSS. Und zwar das DSS ist das eigene Detector Safety System des LHC und des CMS auch. Also wir haben hier unser eigenes Safety Network, mit dem wir praktisch verschiedene Sensoriken auslesen können, verschiedene Warnsignale erhalten, aber auch verschiedene Actions durchführen können. Also hier sieht man jetzt schön die ganzen einzelnen elektronischen Racks. Hier sieht man verschiedene Power Supplies, die ganzen optischen Fasern, die zur Datenvermittlung da sind. Und das Besondere hierbei ist, ich erwähne es jetzt, weil es Teil meiner Masterthesis ist, eine gewisse Selektion dieser Racks verfügt über ein eigenes Löschsystem. Da die Datennahme so fragil ist und wir uns praktisch keinen Verlust an Daten erlauben können, ist jedes einzelne Rack, was wir hier sehen, mit einem Löschsystem versehen, also jedes ausgewählte. Und hier können wir praktisch individuell im Falle eines Brandes oder sonstigen Problemen, was wir bisher Gott sei Dank noch nie hatten, wo ist das Holz, können wir individuell löschen. Also das ist das erste Glied von einer Sicherheitskette. Danach würde praktisch ein Wassernebelsystem folgen, aber das wäre jetzt zu weit gehend. Hier im Hintergrund sieht man zum Beispiel Teile des Löschsystems. Falls es da Interesse gibt, kann ich gerne noch was dazu weiter erläutern. Ist sehr spektakulär, was hier wirklich an Sicherheitstechnik und an Überlegungen alles einfließt, um das Projekt so sicher wie möglich zu machen und auch um die Datennahme so sicher wie möglich zu machen. Ich würde ganz gerne zurück zu unserem Visitor Path kommen. Und zwar könnten wir dann auf unseren Weg zur experimentellen Kaverne. Also, wie bereits erwähnt, wir befinden uns in der Service-Kaverne und wir gehen jetzt direkt auf direktem Weg praktisch zur experimentellen Kaverne. Auch eine schöne Information. Hier haben wir einen Aufzug für Leute mit reduzierter Mobilität. Der CMS
Nicht im Vergleich zu den anderen Experimenten, aber das ist nur ein kleines Gestänkere, sag ich mal. Wir haben die Möglichkeit, komplett barrierefrei zu sein. Das heißt, wenn Leute mit reduzierter Mobilität hier sind, können wir auch das handeln, weil hier alles praktisch ohne Stufen funktioniert, bis auf diesen Part, wo wir den Aufzug haben. Wir bewegen uns weiter zur experimentellen Kaverne. Hier auf dem Weg sieht man eine schöne Darstellung des LHC-Tunnels. Also wie bereits erwähnt, wir haben über 27 Kilometer den LHC-Tunnel und das ist wirklich ein Bild in Echtgröße, wie man hier stehen würde. Also man kann sich jetzt vorstellen, ich würde hier praktisch die Arbeit vornehmen und genau, ist eigentlich eine sehr schöne Darstellung. Dann geht es direkt weiter zur experimentellen Kaverne. Hier haben wir ein zweites Pad, Personal Access Device, da man hier zusätzliche Zugangsberechtigungen braucht. Das ist zum einen ein Radiation Training, zum anderen haben wir einen eigenen Impact Code, um auch sicherzustellen, dass nur die Leute, die wirklich Zugriff haben sollen, in die Kaverne kommen. Ich muss jetzt erneut meine Pupillen scannen, ich würde das gerade machen und dann sehen wir uns gleich in der experimentellen Kaverne wieder. Ja, vielleicht sage ich einfach ein bisschen was, um die Zeit zu überbrücken. Okay, man sieht, es funktioniert auch nicht immer, durch die Tür zu gehen. Ja, genau, also das System ist schon sehr picky. Man darf sich nicht zu so sehr bewegen, wenn man in der Tür steht, und so weiter. Aber nach dem zweiten oder dritten Versuch spätestens funktioniert es dann meistens. Genau, wenn wir einmal den Bildschirm wieder haben könnten, could you show the map? Dann vielleicht nochmal einmal zur Orientierung. Also hier dieser kleine weiße runde Ding, das war der Aufzug, wo Cedric gerade eben mit runtergefahren ist. Und dann ist er hier nach rechts durch die Service-Kaverne gegangen und geht jetzt in die experimentelle Kaverne. Und hier seht ihr dieses große weiße Loch. Das ist das, was ihr ganz am Anfang von hier oben gesehen habt. Durch dieses Loch wurde der CMS-Detektor quasi nach unten gelassen. Der CMS-Detektor wurde erst oberirdisch aufgebaut und dann in 15 Scheiben, also in 15 Scheiben wurde er designt und dann eben jede dieser 15 Scheiben wurden einzeln durch dieses Loch nach unten gelassen, was zum Teil millimetergenaue Arbeit war. Also hier haben nicht nur Physiker dran gearbeitet, sondern auch viele Ingenieure, viele, ja, eigentlich aus allen Disziplinen, was man eben braucht. Bauingenieure, Maschinenbauer, Elektriker und so weiter und so fort. Und es war auch ja, eine Riesenarbeit, hier diesen Detektor nach unten zu fahren. Ich glaube, die größte Scheibe, da waren nur ein paar wenige Zentimeter links und rechts bei diesem Loch Platz. Und dafür wurde auch ein extra Kran von einer Werft extra hier angefahren, der dann die schweren Sachen nach unten gelassen hat. Ja, dann können wir mal unten weitermachen. Genau. Also, jetzt kommen wir fast zum spannendsten Teil des Besuchs. Und zwar sehen wir jetzt die experimentelle Kaverne. Und zwar stehen wir direkt vor der Tür zur experimentellen Kaverne. Wenn man mal kurz noch einen Schwenker rüber macht, sieht man über die komplette Länge haben wir eine Betonmauer. Und das ist wirklich, um uns von der Strahlung abzuschotten. Die ist 7 Meter lang. Und nach dieser 7 Meter langen Betonmauer spürt man immer noch das Magnetfeld, sobald der Magnet aktiviert ist. Eine Sache, die noch zu erwähnen gilt, ist, dass der Magnet aktuell ausgeschaltet ist, da wir uns in den Extended Yearly End Stops befinden, da wir gerade kleinere Wartungsarbeiten vornehmen und deswegen können wir jetzt auch ohne weiteres in die Kaverne gehen. Wir erhalten dort auch verschiedene Zugänge zu Plätzen außerhalb des Visitor Paths und das werde ich euch jetzt zeigen. So. Okay. Also, hier sieht man jetzt den CMS, 15 Meter im Durchmesser, wie man hier bereits schon durch der Pakistan Flagge entdecken kann. CMS ist eine Kollaboration zwischen verschiedenen Ländern und verschiedenen Universitäten. Und hier sind auch viele Detektorsysteme und auch verschiedene Komponenten, die von verschiedenen Universitäten und Ländern auch zur Verfügung gestellt wurden. Was man hier sieht, ist eigentlich ein einzigartiger Anblick. Das ist auch tatsächlich das zweite Mal, dass ich das, seitdem ich hier arbeite, so sehe. Und zwar sieht man hier wirklich die Accelerator Pipe, wie sie ins Innere des Detektors fährt. Genau, man sieht sie genau hier.
Perfekt. Und zwar ist die, warum sieht man diese sonst normalerweise nicht? Wenn wir mal nach rechts schwenken, sieht man ein orangenes Shield, das ist das sogenannte Rotating Shield. Und das kann man praktisch über eine, so wie eine Türangel zufahren. Und normalerweise ist dieser komplette grüne Bereich umgeben von dem orangenen Shield. Und das haben wir jetzt aufgefahren, weil wir praktisch mitten in den Arbeiten sind, den Detektor aufzufahren. Exakt. Genau. Wenn wir jetzt mal ein bisschen nach unten schwenken, sieht man unsere HF Gallery, die normalerweise oberhalb liegt. Also hier sind sehr viele schwere Handling-Operationen und wir sind gerade mitten in den Arbeiten. Also wenn wir in 2 Tagen wieder hier hinschauen würden, wäre praktisch das komplette Teil in der Garage, und zwar die von diesen gelben Türen, umgeben ist. Hier ist unsere Garage. Das wird da praktisch hereingefahren, um den Detektor final praktisch aufzuschieben. Ich würde noch einmal gerne rüberschwenken und einfach mal den Anblick ziehen lassen. Also man sieht, es ist sehr, sehr schwierig, selbst auf der Kamera aufzufangen. Und dann würde ich mich mal nach unten bewegen. Alles Okay. klar. In der Zwischenzeit kann ich ja vielleicht einmal über die einzelnen Teile vom CMS-Detektor gehen, also die ganzen Subdetektoren. Wir können auch noch mal kurz den Anblick hier genießen. Seht, sehr viele Kabel, sehr viel Technik. Also da ist einiges. Genau. Maybe we can switch to the slide, then I can show the Subdetectors. Ja, genau. Also was man hier eben gerade sehr deutlich sieht, ist die Beam-Pipe, die da quasi mitten in der Luft hängt, die normalerweise komplett vom Detektor umgeben ist. Die sieht man hier auf den Slides auch. Das ist hier das Metallene. Das Besondere an dieser Beam-Pipe ist eben, ist auch, dass wir zwischen der Kollision und dem Detektor eigentlich keinen Widerstand haben wollen oder eigentlich keine Materie haben wollen, dass alle Produkte, die bei der Kollision entstehen, eben es bis in den Detektor schaffen. Deswegen ist die Beam-Pipe zumindest in der Mitte vom Detektor aus Beryllium. Das ist das leichteste Metall, was wir verarbeiten können, was den kleinsten Kern hat und somit auch quasi am kleinsten, ja, Raum beansprucht, dass die ganzen Produkte eben auch aus der Beam-Pipe rausfliegen können bis in den Detektor rein. In der Mitte vom Detektor sieht man jetzt leider nicht ganz, aber auf dem Schema hier sieht man, das ist einmal aufgeschnitten. Ganz in der Mitte haben wir den Pixel-Detektor. Das kann man sich ein bisschen wie eine Kamera vorstellen, wie ein Bildschirm mit einzelnen Pixeln. Und wenn ein Teilchen durch so ein Pixel fliegt, dann bekommen wir ein Signal. Und wenn wir dann haben wir mehrere Schichten. Und wenn man dann eben die ganzen Pixel oder die Signale, die man hat, quasi die Punkte miteinander verbindet, kann man so die Spur von Teilchen rekonstruieren. Das ist einer der wichtigsten Teile vom CMS-Detektor, damit wir die Flugbahn von Teilchen eben rekonstruieren können. Genau, hier sieht man nochmal, wie hoch auch die Besucherkaverne ist. Das sind, ja, ist gerade so in der Mitte vom Detektor, 7 oder 8 Meter. Okay, es gibt ein paar Fragen. Ich kann mal kurz. Eine Frage im Q&A. Das Löschsystem ist in die Datenverarbeitung integriert. Wie sind Sensoren zur Sicherheit und das Löschsystem in die einzelnen Recheneinheiten und Speichereinheiten integriert? Handelt es sich dabei um separate Kammern und wie sind diese für den Ernstfall voneinander getrennt? Ich glaube, das kann am besten Cedric unten beantworten, wenn du die Frage gehört hast. Ja, ich habe die Frage gehört. Erstmal vielen Dank für die super Frage. Und zwar haben wir immer ein Redundanzsystem in dem elektronischen Rack. Die elektronischen Racks bestehen praktisch über eine Rauch- und Feuerdetektionseinheit. Und zwar haben wir in jedem einzelnen Rack haben wir ganz oben einen Rauchdetektor. Sobald Rauch detektiert wird, das ist praktisch schon die erste Stufe des Brandkonzepts. Sobald Rauch detektiert wird, trennen wir die Stromzufuhr vom Rack automatisch. Das heißt, wir haben schon mal keinen Brand, der von Strom befeuert wird. Und sobald der Brand noch etwas weitergeht, sobald eine Flamme unser Schmelzkabel berührt, das ist das zweite Trigger-Kriterium, generiert es einen Kontakt und das schickt automatisch ein Signal zu unserem DSS, was dann wiederum das Löschsystem aktiviert. Und jedes einzelne Rack ist praktisch mit diesem System verbunden. Und die zwei Kriterien sind praktisch, wir brauchen eine Raucherkennung und wir brauchen als Redundanz so gesehen dieses Schmelzkabel, was in Kontakt mit einer Flamme ist. Also das sind die Trigger-Kriterien. Wir können natürlich auch noch in den Maintenance-Mode schalten.
Dann wird praktisch, falls wir Wartungsarbeiten vornehmen, gibt es da keine Fehlermeldungen oder sonstiges. Aber das sind praktisch die Stufen, um ein Rack individuell zu schützen. Und falls ein Brand, was wie gesagt, Gott sei Dank noch nicht der Fall war, noch nie, falls ein Brand übergreifend ja, expandieren würde, hätten wir noch ein Wassernebelsystem im kompletten Raum. Und falls dieses System nicht ausreicht, das ist übrigens ein Fun Fact, haben wir ein Foam-System. Und zwar, wenn man mal nach oben auf die roten Werfer scheint, die komplette Service-Kaverne und die experimentelle Kaverne ist mit einem Foam-System ausgestattet, was uns in einem Brandfall oder in einer Extremsituation ermöglichen würde, die komplette Kaverne, also dieses riesen, riesen Loch, kann ich mal sagen, mit Schaum zu füllen. Und das binnen weniger Minuten. Und zu Beginn des Detektors, zu Beginn des Experiments, als der Detektor noch nicht hier in der UXC war, hat man das System auch mal getestet. Und es ist funktionell. Aber was dazu gesagt sein sollte, im Falle einer Auslösung würde das auch sehr wahrscheinlich das Ende des Experiments bedeuten, weil praktisch alle Elektroniken dadurch beschädigt werden könnten. Genau. Also ich hoffe, das hat die Frage soweit beantwortet. Ich würde jetzt mal umschwingen, wieder zum Detektor zurück. Und zwar sieht man jetzt hier von oben die Draufsicht auf die Beampipe, wie praktisch das Rotating Shield weggefahren wurde. Und das Interessante ist, dass der Detektor komplett symmetrisch aufgebaut wurde. Das heißt, wir können uns auf der anderen Seite gleich das Rotating Shield in der Ursprungskonfiguration ansehen. Und deswegen würde ich ganz gerne einmal entlang des Detektors marschieren, weil wir wurden, wie Cedric uns bereits beschrieben hat, der Detektor selbst ist wie eine Zwiebel aufgebaut mit den verschiedenen Subdetektorsystemen und über die Länge hinweg ist er noch in verschiedene Stücke geteilt. Also wir haben 15 verschiedene Stücke, die einzeln verfahrbar sind, bis auf das mittlere. Das mittlere Stück beinhaltet praktisch den Magneten und deswegen ist es solide, aber wir können alle anderen verfahren. Also wie gesagt, der Detektor ist komplett symmetrisch aufgebaut und wir gehen jetzt einmal entlang der verschiedenen Stücke und schauen uns das mal an. Eine Genau. Frage, wie hoch der Detektor ist gerade gekommen. Der Detektor ist, muss ich gerade nochmal überlegen, 15 Meter. 15? Ja, 15 Meter hoch, Genau. genau. und ja, es ist Genau. 22 Meter lang, glaube ich, wenn alles zusammengefahren ist, im offenen Genau. Zustand natürlich ein bisschen mehr. Super. Also, ich befinde mich jetzt hier erneut vor den elektronischen Racks. Wie man sieht, wir sind Fans von elektronischen Racks, einfach wegen der Datenmengen, die hier prozessiert werden und wegen den extremen Strommengen, die hier auch einfach gebraucht werden. Und hier sieht man jetzt schon verschiedene Stücke des Detektors. Genau. Und hier sieht man praktisch, wie es hier durchgeht. Und man kann praktisch diese einzelnen Stufen einzeln verfahren. Und auch um mal die Länge, um diese 22 Meter darzustellen, das ist schon enorm, was hier auch an Technik, Elektronik und Material verbaut wird. Auch an Kühlsystemen, die können wir auch gerne mal erläutern. Da unser Magnet praktisch auf minus 268 Grad müssten das sein, gekühlt wird. Und das ist 1 Grad wärmer als im Outer Space, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir haben hier auch extreme Kühlleistungen, die eben benötigt werden. Und deswegen haben wir hier auch verschiedene Kühleinheiten. Und ja, jetzt, wenn ich mich weiter nach hier bewege, wir haben uns jetzt praktisch über die komplette Länge des Detektors bewegt, sieht man die andere Seite, die Minus-Seite. Und hier sieht man jetzt das Rotating Shield, wie es in seiner Run-Operation, sag ich mal, in der Run-Konfiguration ist, und zwar komplett geschlossen. Also, und jetzt muss man sich vorstellen, alleine die Operation, dieses Rotating Shield aufzufahren, das ist in der Mitte wie ein, ich sag mal, faltbar, ungefähr wie ein Schmetterling, wie eine Schmetterlingtür, die kann man so gesehen öffnen und dann finden die praktisch ihren Platz hier an dieser Stelle. Was auch schön zu sehen ist, hier haben wir unsere HF Gallery. Die ist auf der anderen Seite, genau, ist sie schon gelowert worden. Und wenn man mal hier runterschaut, haben wir unsere Risers. Das sind diese gelben Komponenten. Die lassen sich alle in der Höhe verfahren. Und
Die werden praktisch Stufe für Stufe runtergelassen, herausgezogen und so wird praktisch die HF Gallery komplett heruntergelassen. Und diese Riser, auch ein kleiner Fun Fact, werden, nachdem sie eine Strahlungsprüfung unterlaufen sind, an die Oberfläche gebracht, da wir hier unten auf sehr, sehr limitiertem Platz arbeiten. Genau. Super. Genau. Wir würden uns jetzt noch gerne etwas herabbewegen, während wir die Treppen gehen. Vielleicht gibt es noch Fragen, Cedric? Ja, hier oben stehen auch diese Riser eben neben mir. Ich überlege gerade, sind das die wurden die von unten nach oben gebracht, als wir das Shield Genau, das aufgemacht haben sind auf deiner die Seite? schon Okay, also hochgehoben wurden. genau da drüben, direkt neben mir. Deswegen ist natürlich auch das Loch neben mir offen, weil die hier nach oben gehoben wurden. Ich kann vielleicht noch ein bisschen mehr über den Detektor erzählen, wie der aufgebaut ist. Ich habe jetzt ja erst angefangen mit dem Strahlrohr in der Mitte, wo die Kollisionen sind, und dann eben unser Pixel- und Streifendetektor, mit dem wir die Spuren rekonstruieren. Weiter außerhalb wollen wir die Teilchen quasi aufhalten, um deren komplette Energie zu messen, dass sie ihre komplette Energie im Detektor lassen. Dafür haben wir. Okay. Dafür, genau, hier sehen wir auch nochmal, wie die Teilchen hier durchfliegen. Und wir wollen zum Beispiel die Teilchen hier aufhalten. Dafür haben wir hier Kalorimeter. Einmal in grün das elektromagnetische Kalorimeter, was eben elektromagnetische Teilchen aufhält, zum Beispiel Elektronen und Photonen. Und in gelb dahinter das hadronische Kalorimeter, was Hadronen, also das sind zusammengesetzte Teilchen der starken Wechselwirkungen, aufhält. Es gibt ein paar kleine, aber feine Unterschiede. Das elektromagnetische Kalorimeter besteht sozusagen nur aus Kristallen, in denen Blei drin ist, sehr große Kerne, die dann auch eben dafür sorgen, dass die Teilchen dort drin viel interagieren und eben ihre ganze Energie deponieren. Dann entstehen Lichtblitze, die wir dann quasi auch mit einer Fotokamera sozusagen aufnehmen können. Das gleiche Prinzip ist weiter außen in dem gelben hadronischen Kalorimeter. Allerdings haben wir dazwischen noch, muss ich kurz überlegen, Messing-Schichten, mit denen wo wir nichts detektieren können, aber die eben noch mehr die Teilchen aufhalten können. Und dann haben wir immer eine Schicht mit Kristall, mit Messing, mit Kristall, mit Messing. Und so können wir dann eben die Teilchen in einer kürzeren Distanz aufhalten, verlieren natürlich ein bisschen Energieauflösung, weil wir innerhalb von dem Messing nichts messen können, aber das kann man auch sehr gut wieder alles rekonstruieren. Weiter außerhalb seht ihr auf der Folie hier in Grau den Magneten, der dafür sorgt, der eins der stärksten oder ja, energiereichsten Magnetfelder der Erde oder der Welt erzeugen kann. Stärkstes ist jetzt nicht unbedingt, aber energiereichstes. Und zwar wird der Magnet, wie vorhin schon erwähnt, auf 3,8 Kelvin, glaube ich. Nee, 3, auf 4 Kelvin runtergekühlt, erzeugt ein Magnetfeld von 3,8 Tesla im Inneren, was ungefähr 1000-mal so stark ist wie das der Erde. Und die Energie, die in diesen Magneten gespeichert ist, das heißt im Notfall, wenn wir die ganz schnell ablassen müssen, reicht tatsächlich aus, um 18 Tonnen Gold zu schmelzen. Das heißt, wenn im Notfall, das ist ein supraleitender Magnet, wenn der quetscht, also nicht mehr supraleitend ist, muss der ganze Strom, die ganze Energie da rausgezogen werden. Das ist eben so viel Energie, mit der man 18 Tonnen Gold schmelzen könnte. Und ganz kurz, um jetzt noch einmal fertig zu werden, weiter außerhalb seht ihr die roten Dinger hier. Das ist tatsächlich Eisen. Das macht auch ein sehr großes Gewicht von dem Detektor aus. Seht ihr auch selbst am Detektor im Bild, die ganzen roten Scheiben. Die sorgen dafür, dass das Magnetfeld wieder zurückgeführt wird und geben dem ganzen Detektor auch Struktur. Und zwischen den Eisenscheiben sind die Myonkammern, die Myon detektieren können. Das sind Teilchen, die nur sehr leicht wechselwirken und daher durch den ganzen Detektor durchfliegen. Wenn du unten was weiter erzählen willst, gebe ich gerne das Wort wieder ab. Genau. Also super, vielen Dank. Wir haben uns jetzt direkt vor dem Detektor platziert. Und zwar habe ich bereits von dem Magnetfeld gesprochen und von der 7 Meter dicken Wand, die uns separiert. Und ich habe auch bereits erwähnt, dass der Magnet zurzeit aus ist. Jedoch haben wir ein verbleibendes, ein Residual Magnetfeld. Und ich finde es immer ganz schön, weil man kann auch praktisch zeigen, dass das Magnetfeld existiert. Und zwar, wenn ich hier einen ganz stinknormale Paperclip nehme, kann ich die auf allem, was praktisch metallisch ist, platzieren und man sieht wirklich, sie schwebt. Also normalerweise sollte sie ja jetzt fallen. Also ich kann es auch mit mehreren machen. Und je nachdem, wo ich es platziere, ist es halt magnetisiert und auch nicht.
Also hier sieht man jetzt praktisch, wie sich das Magnetfeld entlang der Feldlinien bewegt. Und das ist einfach mal ganz schön, um zu verdeutlichen, obwohl der Magnet aus ist, hat man hier noch ein so starkes Magnetfeld. Die Kaverne ist auch, man kann auch in die Kaverne eintreten, wenn der Magnet an ist. Und dann hat man natürlich das Problem, dass das Magnetfeld um ein Vielfaches stärker ist. Deswegen ist auch bei dem kompletten Design der Kaverne darauf geachtet worden, dass alles, was magnetisch ist, sehr gut fixiert ist oder es eben nicht magnetisch ist. Wir haben auch verschiedene Leitern hier, die aus Aluminium sind. Ich müsste jetzt schauen, okay. Hier hinten sieht man zum Beispiel eine Leiter, die orange markiert ist. Das bedeutet für uns, okay, sie ist aus Aluminium, sie wird sich nicht bewegen. Wir können sie hier lassen. Und während wir uns schon mal hierhin bewegen, hier ist auch ein direkter Zugang zu unserer Service-Kaverne. Das heißt, wenn wir uns hierhin bewegen, treten wir langsam in die Service-Kaverne ein und diese komplette Wand, die wir hier sehen, die ist verfahrbar. Und Vielleicht, die, bevor du ja. zurückgehst in die Service-Kaverne, es gibt noch ein paar Fragen, die wir vielleicht noch zum Okay. Detektor vorher beantworten können. Gerne, ja. Und zwar, mittlerweile kommen einige Fragen hier. Ich fange einfach mal von vorne an. Ja. Und zwar, warum muss der Magnet so extrem kalt sein, ist eine Frage. Die Antwort ist, wir wollen ein supraleitendes Material und bisher kennen wir eben nur supraleitende Materialien, die bei sehr kalten Temperaturen supraleitend sind. Sobald es zu warm wird, zum Beispiel annähernd Raumtemperatur oder so, sind die Materialien nicht mehr supraleitend. Das heißt, sie haben einen elektrischen Widerstand. Und wenn man einen elektrischen Widerstand hat, erzeugt man Hitze und verliert Energie und verliert Strom und so weiter. Und damit könnten wir gar nicht so ein starkes Magnetfeld überhaupt erzeugen. Das heißt, wir brauchen ein supraleitendes Material, was eben nur bei sehr niedrigen Temperaturen geht. Da wird auch aktuell gerade dran geforscht. Vielleicht ist es in Zukunft auch bei Raumtemperatur möglich, wer weiß. Aber genau deswegen muss der Magnet eben so extrem kalt sein, dass wir eben es überhaupt schaffen können, mit Strom so ein starkes Magnetfeld zu erzeugen. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Eine nächste Frage, beziehungsweise ich fasse einfach mal zwei zusammen, und zwar betrifft es die Shields. Das, glaube ich, auf einer Seite aufgeklappt war, auf der anderen eben noch nicht. Einmal, Genau. wozu das Shield dient und wie die beiden Shields technisch ausgestattet sind. Ist das einfach ein Metallschild zum Stecken oder sind da auch Magneten drin oder so? Also, super. Ich kann gerne die Frage beantworten. Und zwar die Shields, die befinden sich nahe oder um die Accelerator Pipe herum. Und zwar sind das Hotspots, was Strahlung angeht, da sie sehr, sehr nah an den Kollisionen an praktisch lokalisiert sind. Und die Idee der Shields ist praktisch, die Strahlungsdosis so gering wie möglich zu halten. Und das bringt mich auch direkt zum Material der Shields. Also außen haben wir Metallschichten, könnte sogar Blei sein, da müsste ich nochmal nachschauen. Blei zeichnet sich durch die Eigenschaft aus, dass es eine sehr hohe Dichte hat und Strahlung sehr, sehr gut blockiert. Also die Funktion der Shields ist zum einen mechanisch natürlich auch die Pipe zu schützen, wobei da eigentlich keine Kollisionen sein könnten, also physisch mechanische Kollisionen von außen. Aber die Hauptidee ist wirklich, die Strahlung zu separieren. Und jetzt auch, wenn wir das Shield aufgefahren haben, wir haben überall Strahlungsmessgeräte, konnten wir auch einen leichten Anstieg der Strahlung messen. Das heißt, die Shields sind wirklich zur Separierung der Strahlung, zum Personenschutz und auch zum Schutz der Elektroniken, weil Strahlungseffekte auch auf Metalle eine Einwirkung haben könnten. Das kann zum Beispiel spröde machen und so weiter. Genau. Ich hoffe, das hat die Fragen beantwortet. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, ich glaube, ich mache einfach mal kurz weiter. Und zwar die nächste Frage ist, wie funktionieren denn die Myonkammern? Wir haben insgesamt, ich glaube, drei verschiedene Arten von Myonkammern, aber effektiv funktionieren sie alle sehr ähnlich. Und zwar haben wir in den Kammern ein Gas drin, und zusätzlich noch, hauchfeine Drähte. Und wenn jetzt Myonen, das sind geladene Teilchen, also man kann sich das vorstellen wie ein Elektron oder ein Antielektron, also ein Positron, nur schwerer. Wenn die da eben durchfliegen, dann separieren sie eine Ladung von den Gasatomen sozusagen aus. Dann entsteht eine positive und eine negative Ladung eben in der Spur, wo die Myonen fliegen. Und diese Drähte, die wir da drin haben, die sind, beziehungsweise die Kammern sind von außen auch geladen, die bilden einen Kondensator. Und wenn jetzt diese Ladungen, die da eben rausseperiert werden aus dem Gas, auf die Drähte treffen, entsteht ein kleiner Strom und diesen Strom können wir dann messen. Das ist grob die Funktionsweise von diesen Myonkammern. Ja, wenn man jetzt weiter ins Detail gehen würde, muss man weit ausholen.
Aber ja, ungefähr so funktionieren die Myonenkammern. Außer du hast da noch irgendwas hinzuzufügen. Nee, also ich schließe mich dem an. Okay. Genau. Dann hoffe ich, ist die Frage auch erledigt. Dann mache ich einfach mal weiter. Irgendjemand sagt, dass wir Englisch reden sollen. Die Tour ist leider auf Deutsch, aber auf YouTube findet man. Ausreichend. Okay. So you can find English visits on YouTube as well. But this one is for German people. Genau, dann noch eine Frage. Worin besteht der Unterschied zwischen der energiereichsten und Stärke beim Magnet? Ach so, also weil der Magnet ist nicht der stärkste Magnet, den wir auf der Erde haben. Zum Beispiel die Magneten im LHC selbst, die können ein stärkeres Magnetfeld erzeugen. Also das sind mehr als 3,8 Tesla. Ich glaube, bis 7 oder 8 Tesla gehen die hoch im LHC. Das heißt, die erzeugen stärkere Magnetfelder. Allerdings ist die Energie, die in diesem Magneten steckt, weil es eben nicht auf so einer großen Fläche ist wie das von CMS, also das CMS-Magnetfeld geht ja, wie wir vorhin gehört haben, selbst durch die 7 Meter dicke Betonwand durch, die noch außen ist, ist das quasi ein Magnetfeld, in dem deutlich mehr Energie steckt. Genau. Deswegen, ja, ist es halt das energiereichste Magnetfeld, aber nicht das stärkste, weil man auf kleinerem Raum stärkere Magnetfelder erzeugen kann. Sage ich es mal so. Ich hoffe, das hat die Frage auch beantwortet. Gut, ich glaube, dann haben wir erstmal alle inhaltlichen Fragen geklärt. Super. Ja. Genau, du wolltest Okay. wieder zurück zur Service-Cavern kommen? Genau. Also wir befinden uns mittlerweile schon in der Service Cavern und hier haben wir auch wieder die Betonwand. Dient wieder auch als physischer Verschluss, um praktisch den Zugang zur experimentellen Kaverne zu blockieren, aber natürlich auch wieder zur Strahlung. Und wir befinden uns gerade im Shaft. Das heißt, wenn man mal hochschaut, sieht man wirklich die kompletten ungefähr 90 Meter, wie es hier hochgeht. Wie gesagt, der komplette LHC liegt im Durchschnitt auf einer Tiefe von 100 Meter. Es kann tiefer sein, es kann mal höher sein. Genau. Also wir bewegen uns jetzt wieder aus der Service-Kaverne raus zu dem Detektor hin. Und hier sieht man dann auch schön die einzelnen Teile, wie ich sie vorhin angesprochen habe, wie der Detektor wirklich separiert wird. Bevor wir dazu übergehen, würde ich ganz gerne beschreiben, wie wir wirklich den Detektor bewegen, weil ich habe ja gesagt, er sind 15 Elemente eingeteilt und jedes einzelne ist verschiebbar. Aber wie schafft man es wirklich, diese extrem, extrem schweren Teile zu verschieben? Also um mal eine Referenz zu geben, die schwerste Scheibe am CMS des Detektors, die wiegt 2000 Tonnen, das sind ungefähr 1000 SUVs. Und wie bewegen wir die? Und zwar haben sich die Ingenieure hier Folgendes ausgedacht. Man sieht hier diese orangenen Elefantenfüße. Das sind Airpads. Und zwar können wir hier über Luftdruck so gesehen ein Luftkissen aufbauen. Dann hebt sich der komplette Teil hier etwas an. Und hier, wie man sieht, die komplette Ebene ist sehr, sehr glatt. Und das hat folgenden Grund. Wir können praktisch hier Öl über diese glatte Metalloberfläche geben und den kompletten Detektor über die Airpads praktisch ziehen. Und sobald man praktisch die Haftreibung überschritten hat und in die Gleitreibung übergeht, braucht man extrem wenig Kraft, verhältnismäßig wenig Kraft, um den Detektor zu ziehen. Also das Prinzip liegt wirklich darin, wir heben es auf Airpads etwas an, ölen den Flur und dann haben wir hier hinten unsere Winden, wie man hier in Rot sehen kann, mit dem langen Seil, über die wir den kompletten Detektor oder die kompletten Detektorteile zu uns ziehen können. Genau. Wie man hier auch sieht, das Material ist natürlich alles zehnfach verstärkt. Wir haben hier sehr starke oder sehr hohe Sicherheitsfaktoren, um praktisch auch die Sicherheit zu gewährleisten, um auch praktisch gegen sämtliche Materialeinflüsse, sei es Magnetfelder, sei es ionisierende Strahlung, entgegenzuwirken. Ich würde noch ganz gern ein paar Worte über die Strahlung verlieren, weil normalerweise ist Strahlung was sehr Besorgniserregendes für Menschen, die hier nicht arbeiten. Aber wie man sieht, wir können uns hier frei bewegen. Sobald einmal die Radiation Survey gemacht wurde, gehen hier eigentlich keine Risiken aus. Wir sprechen natürlich Empfehlungen aus, dass wir keine schwangeren Frauen oder sonstiges
hier runterlassen möchten, aber das sind natürlich Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Allgemeinheit dienen. Und die Arbeit hier am CMS, die ist praktisch, ich will nicht sagen gefahrenfrei, aber zum Beispiel Piloten erfahren viel höhere Strahlungsdosen als ein normaler Mitarbeiter am CERN. Genau. Und ich würde mich jetzt ganz... Ja. Ich würde kurz eine Frage einwerfen, und zwar, gerne. Wie hoch der Luftdruck ist, um die einzelnen Slices zu bewegen, der da... Das ist eine sehr, sehr gute Bar, Frage. Okay. Soltan hat gerade geantwortet, okay. 200 Bar anscheinend. Also ich wusste okay. es auch nicht. Genau, also wir müssen hier mit hohen Drücken arbeiten, um praktisch einfach das Gewicht zu kompensieren. Daher ergibt sich auch automatisch schon hoher Druck, aber 200 Bar. Und hier kann man jetzt wirklich schon schön sehen, hier steht auch zum einen AirPad, wie ich es gerade beschrieben habe. Und hier sieht man das einzelne Segment eines Detektorteils. Also es fängt praktisch hier an und es geht bis hinten durch. Also es ist mehr als eine Spannweite von meinem Arm und dann beginnt das nächste Segment. Und die sind praktisch alle verfahrbar. Also hier sieht man ganz klar diese Trennfuge zwischen den verschiedenen Detektorstücken. Und oben sieht man dann noch verschiedene Hydrauliken, die das Ganze auch zusammenhalten können, wenn wir mehrere Stücke verschieben wollen. Und natürlich die Tausende von Kabeln, die die Daten und den Strom transferieren. Genau. Genau, dann mache ich einfach mal weiter mit den nächsten Fragen. Es gibt noch eine Physikfrage, und zwar, wenn Teilchen Quanten sein können und Teilchen ihre Antiteilchen haben, müsste es dann nicht auch Antiquanten geben? Ich glaube, da sind einfach ein paar Begriffe ein bisschen zusammengeworfen. Ich probiere einfach mal die einzelnen Sachen zu erklären und was das alles bedeutet. Und zwar, Teilchen und Antiteilchen heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir eine andere Ladung haben. Also wenn wir ein Elektron haben, das hat eine negative Ladung. Und dann das Antiteilchen dazu ist eben das Positron. Das heißt, es ändert sich nur die Ladung. Teilchen und Antiteilchen sind, ich sag mal, in der Teilchenphysik eigentlich austauschbar. Das ist auch eine große Frage, warum wir in unserer Welt mehr Materie als Antimaterie haben, die noch nicht geklärt ist. Das ist einer der großen Forschungspunkte eben, an denen wir auch arbeiten. Genau, und wenn Teilchen Quanten sein können, das ist eine gute Aussage. Und zwar, Teilchen sind Quanten, sage ich mal. Beziehungsweise sie haben halt ihre feste Masse, feste Energie. Und ja, die Quantentheorie beschreibt nicht nur Teilchen selbst, sondern auch, wie sie eben interagieren oder was für Energiezustände die haben können und so weiter. Also ein Quantum ist eigentlich einfach nur ein Wort für einen festen Betrag. Das beschreibt eigentlich nur die mathematische Theorie, wie wir Teilchen beschreiben. Genau, also einen festen Betrag, den kann man drauf addieren oder abziehen. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen vielleicht erklären, was ein Quantum überhaupt ist und was der Unterschied zwischen einem Teilchen und einem Antiteilchen ist. Gut, ja, willst du noch unten was zeigen? Sonst würde ich vielleicht mal auch zeigen, wie so ein Event, also wenn wir eine Kollision haben, wie das dann im Detektor aussieht, wenn wir das Ganze rekonstruiert haben. Ich würde noch einmal ganz kurz zeigen, wie die Kaverne bzw. der Shaft aussieht. Alles haben klar. Wir bereits angesprochen, dass der Detektor selbst in einzelnen Stücken heruntergehoben wurde, während ich im Aufzug war. Und wir sehen es jetzt auch einmal von oben und einmal von unten eben genau das gleiche Loch. Genau. Also von hier unten sieht man jetzt praktisch den Schaft, wie es hier wirklich runtergeht, die komplette Breite. Und von der anderen Ansicht sieht man praktisch einmal das untere Ende und einmal das obere Ende des Schafts, was man hier sieht. Und zwar wurde der komplette Detektor oberirdisch an der Oberfläche gebaut, um praktisch die einzelnen Stücke durch diesen Schaft, den wir gerade gesehen haben, hier runterzuheben. Und das war so eine Handling, das war eine Handling, war eine Handling Operation. Man sieht schon, es fällt mir schwer, das ist mein erster Virtual Visit auch in Deutsch. Manche Begriffe lernt man eben in Englisch. Das war die erste Handling Operation, die wir hier gemacht haben. Und um die Präzision mal darzustellen, wir hatten an beiden Seiten jeweils 5 cm Spielraum. Also in Total hatten wir, in Summe hatten wir 10 cm Clearance, um den kompletten Detektor herunterzuheben. Also das war
sehr, sehr genau ausgemessen, sehr, sehr genau geplant. Und hier ist praktisch genau der Schaft, an dem der Detektor heruntergehoben wurde. Die kompletten 14.000 Tonnen. Genau. Ansonsten würde ich gern das Wort wieder dir geben, Cedric. Okay, ja, danke. Hey, we can show the slides. Genau, noch ein letzter Blick auf den Detektor. Und hier sieht man dann einmal, wie so eine Kollision aussehen kann im Detektor. Das sind jetzt die ganzen Produkte, die bei so einer Kollision entstehen, wie wir sie rekonstruiert haben. Also wir haben ja nur die einzelnen, ich sag mal, Hits werden die genannt im Detektor, also dort, wo wir Energie messen. Und aus denen müssen wir dann eben die Trajektorie von den Teilchen wieder rekonstruieren. Was man hier in der Mitte sieht, sind ganz viele kleine Teilchen. Das sind hauptsächlich Quarks, die dann zu Jets oder so aufschauern. Das sind Teilchen der starken Wechselwirkung, viel ja einfach von den Protonen, zum Teil auch aus anderen Kollisionen und so weiter. Vielleicht ein kleiner Fakt, und zwar, wir schießen nicht einzelne Protonen aufeinander, sondern ganze Bunches an Protonen. Da sind einige Protonen drin, also eine 1 mit, ich weiß gar nicht wie viele Nullen, mit mehr als 20 oder so pro Bunch, und dann kollidieren davon immer nur ja so ein paar, so ich sag mal 40, 50 Kollisionen pro Bunch Crossing finden gleichzeitig statt. Uns interessiert aber nur die stärkste Kollision. Hier sehen wir auch eben zwei rote Striche weggehen. Das sind zwei Myonen, die ziemlich stark nach außen wegfliegen. Und auch noch einen relativ großen grünen Eintrag, der ist im elektromagnetischen Kalorimeter. Es könnte ein Photon oder ein Elektron sein. Müsste ich jetzt genauer reinschauen, was genau da rekonstruiert wurde. Mit dem Auge ist es nicht ganz leicht zu erkennen. Hier sieht man das Gleiche auch nochmal mit einem Teil vom Detektor dann dargestellt, um das Ganze in Größenverhältnisse zu setzen. Also die Myonen fliegen wirklich durch den kompletten Detektor durch und auch raus. Ist allerdings nichts Schlimmes. Durch uns Menschen fliegen tagtäglich oder jede Sekunde auch einige Myonen durch kosmische Höhenstrahlung. Da kann ich aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau, und sonst seht ihr hier diesen ganzen, ich sag mal, Murks da innen drin, diese ganzen vielen Teilchen, die entstehen. Das ist alles, interessiert uns eigentlich oft in vielen Analysen gar nicht, sondern uns interessieren eher die hochenergetischen Teilchen, wie zum Beispiel die Myonen. Hier sieht man auch nochmal einen Elektron, was eben bis ins elektromagnetische Kalorimeter da einen großen grünen Eintrag macht. Genau, hier sieht man eben so einen Bunch Crossing, wie das dann aussehen kann. Und zwar, das ist jetzt, glaube ich, eher eine Simulation für den High-Lumi-LHC, also wie es dann in ein paar Jahren aussieht, wenn ich mich nicht täusche. Kann auch sein, dass es jetzt schon so ist. Auf jeden Fall, pro Bunch Crossing passieren sehr, sehr viele Kollisionen, nicht nur eine. Und wir interessieren uns eigentlich nur für die Kollision, die am härtesten ist, also wo ja die größte Energie ist, weil manche Teilchen treffen sich nicht Kopf an Kopf, sondern schrammen nur so ein bisschen aneinander vorbei, quasi kann man sich das vorstellen. Genau. Und da kommen auch schon einige Fragen. Dann schaue ich mal kurz rein. Wenn die Protonen in unterschiedlichen Pipes beschleunigt werden, wie bekommt man dann eine perfekte 180-Grad-Kollision? Das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort ist nämlich, man schafft es nicht. Die Teilchen fliegen nicht perfekt Kopf auf Kopf, sondern haben einen ganz leichten Winkel zueinander. Was natürlich auch in Simulationen und sowas mit eingehen muss. Genau, man schafft es nicht, genau. Ich hoffe, das hat die Frage erklärt. Also es ist quasi unmöglich, weil man eben zwei separate Pipes hat. 180 Grad, also Kopf auf Kopf perfekt, geht leider nicht. Aber wir kriegen es gut genug hin, dass es nah genug dran ist. Kann man etwas über die Auflösung der einzelnen Detektoren sagen? Wie viele Sensoren sitzen dort auf dem innersten und der äußersten Detektorebene, zum Beispiel auf einem Quadratzentimeter? Ja, das muss ich aber kurz nachschauen, weil die Daten habe ich leider nicht im Kopf. Vielleicht finde ich sie auf die Schnelle. Genau, also derzeit übernehme ich mal. Ich kann schon mal sagen, die größte Sensibilität haben wir im innersten Bereich, im Tracker. Und da sprechen wir wirklich von, die Anzahl wird Cedric uns gleich nennen. Ja, und zwar 6000 Pixel pro Quadratzentimeter im Tracker, was einiges ist. Genau. Also wir können 6000 Punkte pro Quadratzentimeter im Tracker auflösen. Der Tracker selbst wird quasi hergestellt wie Computerchips. Also man hat da einen Halbleiter, der dann eben dotiert wird, und deswegen können wir auch so eine hohe Auflösung erreichen. Also wir benutzen genau die gleiche Technik, die auch bei der Herstellung von Mikroprozessoren verwendet wird. Und außerhalb haben wir die Myonkammern, die sind eher relativ grob, sage ich mal. Und jetzt brauche ich noch mal kurz, um die Daten zu finden. Genau. In der Zeit erkläre ich vielleicht mal noch die Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Also wir haben ja vorhin bereits
erwähnt, dass wir verschiedene Bunches beschleunigen. Und zwar liegt ein Vergleich, den man so herziehen kann, wenn man zwei Nähnadeln hat und diese in einem Abstand von 10 Kilometern aufeinander schießt. Wir schießen die praktisch im LHC mit so einer Präzision, dass wir diese 10 Kilometer entfernten Nähnadeln in der Mitte treffen. Also das ist die Präzision, von der wir hier sprechen, und deswegen brauchen wir halt auch einfach Bunches, weil dadurch praktisch pro Element, das wir im Bunch haben, pro Teilchen die Wahrscheinlichkeit erhöht wird. Ja, und jetzt nochmal auf die Myonkammern zurückzukommen. Hier haben wir uns eine Auflösung von einem Sechstel eines Millimeters, also ein Sechzigstel von einem Zentimeter, im Vergleich eben von 6000 im Inneren. Also wir verlieren ungefähr einen Faktor 100. Kann ich richtig rechnen? Ja. Zwei Nullen. Drei Nullen, wir verlieren Faktor 1000, Entschuldigung. Nee, 100. 100, so, ja. Zwei Nullen. Genau, aber weiter außen ist so eine Auflösung auch nicht mehr so wichtig, weil da eben nur die Myonen langfliegen und ja, die haben wir auch schon im Inneren des Trackers, können wir sie auch schon messen, und dann reichen uns Informationen aus dem inneren Tracker zum Beispiel auch, um Myonen zu rekonstruieren. Und außen, das sind zusätzliche Informationen, die eben die Auflösung noch weiter verbessern können. Auch eine andere Frage. Wird der Detektor nach dem High Luminosity Upgrade weiterhin auf voller Leitung laufen können, oder wird man auch den Detektor vorher eventuell noch ausbauen müssen? Ist jetzt eine gute Frage, was genau mit voller Leitung gemeint ist. Und zwar können wir nur so viele Events oder Kollisionen speichern. Es passieren, glaube ich, 1 Milliarde Kollisionen pro Sekunde. Im Endeffekt speichern wir nur 100 Stück davon. Das haben wir vorhin gesehen, ganz am Anfang in der Service Cavern. Das war der sogenannte Counting Room, in dem auch der High-Level-Trigger steht. Dann oberirdisch steht auch nochmal der Level-1-Trigger. Das sind quasi Trigger, die unsere Datenrate reduzieren. Im High-Level-Trigger wird, genau andersrum, ich glaube, ich habe gerade High-Level und Level 1 vertauscht. Wenn ich mich nicht irre, haben wir den Trigger Level 1 unten in der Kaverne. Genau, der Level-1-Trigger steht unten, und dort ist nämlich in Hardware, also wirklich in Hardware programmiert, sage ich mal, fast schon, oder halt in Hardware definiert, welche Events wir behalten wollen oder wegschmeißen wollen. Das ist eine relativ grobe Rekonstruktion, die da stattfindet, und eine relativ grobe Auswertung. Und Events, die wir für interessant erachten, die werden dann weiter in den High-Level-Trigger eben nach oben geschickt. Das sind dann PCs, also auch mit Software. Zum Beispiel auch viele Grafikkarten werden da verwendet, die dann die Events genauer rekonstruieren und dann eben genauere Entscheidungen treffen können. Und wenn der Trigger dann auch sagt, okay, wir wollen das Event wirklich speichern, bleiben am Ende circa 100 pro Sekunde übrig, die dann für die weitere Verarbeitung und genaue Rekonstruktion dann im Rechenzentrum gespeichert werden. Eine andere Frage, was ist die Kugel da hinten? Ich glaube, das ist die Kugel, die hinter mir gemeint ist. Das ist noch von vor LHC-Zeiten, wenn ich richtig informiert bin, und zwar in dem gleichen Tunnel, wo jetzt der LHC steht, war früher der Large Electron Positron Collider, und ich glaube, das kommt aus... vom Lab, also vom Large Electron Positron Collider. Ist es eine RF-Cavity oder? Okay. Ja, also das Muss ist ich eine. passen, muss ich passen. Ich habe immer die Frage bekommen, ob es eine Bombe ist, da es dem Oppenheimer-Film sehr ähnlich sieht, ist es allerdings nicht. Das ist eine RF-Kavität, also was genau heißt es? Das ist eine Radio-Frequency-Cavity. Jetzt sehen wir gerade nochmal auf der anderen Kammer eine, die supraleitend ist. Und zwar, damit kann man wahrscheinlich dann höhere Energien erreichen, höhere Beschleunigung. RF-Kavitäten werden eben dafür genutzt, Teilchen zu beschleunigen. Was passiert, wenn wir jetzt ein negativ geladenes Teilchen haben? Legen wir eine positive Spannung davor an, dann wird das davon angezogen. Sobald das Teilchen diesen Punkt erreicht, tauschen wir eben um. Dann wird das eine negative Spannung, wird es davon abgestoßen in die andere Richtung. Und das Ganze wiederholt sich über den ganzen Raum, und dann beschleunigen wir so Teilchen. Die große Neue sozusagen, die kann das halt viel ja, mit stärkeren Energien sozusagen machen, auch höher dann, oder die Teilchen schneller beschleunigen, auf höhere Energien bringen. Und die hinter mir ist eben ja, älter oder halt nicht supraleitend und kann dann auch nicht so hohe Energien, die Teilchen auf nicht so hohe Energien beschleunigen. Gut.
Das ist die Frage, was diese schöne Kugel hinter mir ist. Oh, eigentlich hier gerade einmal. Okay, noch eine andere Frage. Die Datenmengen müssen ja unglaublich sein. Die Daten müssen doch nach jedem Run gelöscht werden, um Speicher für den nächsten zu schaffen. Oder wie schafft man Platz? Wir löschen keine Daten. Wir behalten alle Daten im Rohformat, wo die Trigger gesagt haben, diese Events behalten wir, die werden behalten. Die werden archiviert auf Magnetband. Magnetband ist tatsächlich das Speichermedium, was ja am effektivsten ist, um viele Daten auf kleinem Raum zu speichern. Viel effektiver als Festplatten. Und hält auch ziemlich lange. Genau, die werden auf Magnetband gespeichert. Da gibt es große Speicher am CERN und auch nochmal redundant wird das alles gespeichert. Also wir bei CMS speichern das nicht nur einmal am CERN, sondern es liegt noch eine zweite Kopie irgendwo anders in der Welt. Zum Beispiel in Karlsruhe haben wir ein großes Tier-1-Rechenzentrum, wo auch sehr viele Daten vom CERN archiviert werden oder vom CMS-Experiment. Andere Experimente speichern sie, glaube ich, zum Teil nur einmal. Ohne Backup, aber wir machen das auf jeden Fall doppelt. Was wir allerdings zum Teil löschen, ist Simulation von Events. Also wir simulieren auch ganz viele Events und wenn wir dann ein bisschen besser wissen, wie der Detektor eigentlich funktioniert hat oder gelaufen ist, weil während dem Betrieb einzelne Teile ausfallen oder sich vielleicht irgendwas verschiebt, zum Beispiel wenn der Magnet an- und ausgeschaltet wird, zieht sich der ganze Detektor 10 cm zusammen ungefähr. Da kann sich halt auch schon mal was verschieben und so weiter. Und wenn man dann besser weiß, wie der Detektor tatsächlich performt hat. Während der Datennahme kann man eben neue Simulationen machen, was dann auch gemacht wird, die dann besser sind, die Daten vielleicht auch besser beschreiben und dann werden zum Teil die alten Simulationen gelöscht. Allerdings ist es Simulation, die kann man immer wieder neu berechnen, auch im Zweifel. Und ja, wie schaffen wir neuen Platz? Ja, im Moment die Entwicklung auch von Magnetbändern, die Datenmengen, die auf so Magnetbändern oder auch auf Festplatten gespeichert werden können, werden immer größer. Das heißt, wenn die Rechenzentren eben neue Tapes oder neue Festplatten einbauen, schaffen sie auf gleichem Raum auch noch viel höhere Datenmengen speichern zu können. Aber ich bin jetzt auch nicht im Computing tätig, aber das sind so die Sachen, die ich davon weiß. Welche Teilchen könnt ihr bis jetzt detektieren und hofft ihr, neue Teilchen zu detektieren? Ja, das ist natürlich der große Traum, neue Teilchen zu detektieren. Wir können die Teilchen detektieren, von denen wir wissen, dass es sie gibt. Ganz einfach ausgedrückt. Was zum Beispiel jetzt ein Signal wäre für Teilchen, die wir nicht detektieren können oder von denen wir noch nicht wissen, dass es sie gibt, ist fehlende Energie. Wenn wir zum Beispiel zwei Teilchen aufeinander schießen, kennen wir zumindest in der transversalen Ebene, muss die Energie erhalten bleiben. Und es kann eben sein, dass es dann fehlende Energie gibt. Das ist so eine Signatur, nach der wir zum Beispiel suchen. Die fehlende Energie kann aber auch durch Teilchen erzeugt werden, die uns bekannt sind. Das sind die sogenannten Neutrinos. Die wirken noch viel schwächer als die Myonen und die gehen uns leider durch den Detektor durch. Das ist bisher ja unmöglich, die richtig oder alle Neutrinos, sage ich mal, zu detektieren, halt nur sehr wenige davon. Ich würde noch mal kurz das Wort nach unten geben, bevor du wieder hochfährst. Genau, also ich wollte nur kurz ankündigen, wir befinden uns hier auf Level minus 3, also dem untersten Level, und das liegt bei minus 97 Metern. Und wir würden jetzt praktisch den Aufzug wieder an die Oberfläche nehmen. Es kann sein, dass die Verbindung stabil bleibt, weil wir hier verschiedene Provider haben, einmal von der französischen Seite und einmal von der schweizerischen Seite. Und jetzt sieht man hier ganz schön, wie der Aufzug praktisch hochfährt von unserem Level minus 3. Ist auch eine ganz schöne, ich sag mal, eine schöne Art und Weise, seine Arbeitszeit zu verbringen, weil man verbringt dann doch, wenn man in der Kaverne arbeitet, sehr viel Zeit im Aufzug. Vor allem in den IETs, wenn viel, viel Betrieb ist, dann wird der sehr hochfrequentiert genutzt. Man kann auch sehen, der Aufzug fährt sehr, sehr schnell. Hier im Aufzug selbst spürt man allerdings nichts davon. Genau. Ja, um nochmal auf die Fragen vielleicht zurückzukommen, genau, welche Teilchen könnt ihr bis jetzt detektieren? Also wenn man sich nochmal darauf zurückkommt, wenn man sich auf Wikipedia das Standardmodell der Teilchenphysik anschaut, sozusagen alle Teilchen, die da drin sind, können wir zumindest indirekt detektieren, zum Beispiel das Higgs-Boson oder das Z-Boson oder das W-Boson, die ganzen Teilchen, die zerfallen eigentlich, die haben eine sehr kurze Lebensdauer und die fliegen noch nicht mal so die Distanz, wie ein Haar breit ist, vom Kollisionspunkt weg, bevor sie zerfallen, grob geschätzt, und zerfallen dann in Zerfallsprodukte. Zum Beispiel das Z-Boson zerfällt unter anderem in ein positives Myon und ein negativ geladenes Myon.
Aber wenn wir dann die zwei Myonen zusammenrechnen, können wir eben Kandidaten für so ein Z-Boson rekonstruieren. Das heißt, wir können ein paar Teilchen direkt detektieren. Vielleicht kann ich nochmal auf meine Slides gehen. Genau, danke. Hier sieht man einmal, was wir quasi direkt detektieren können. Das sind zum Beispiel die Myonen einmal, dann Elektronen in Rot, in Grün geladene Hadronen, zum Beispiel das Pion, in Grün gestrichelt neutrale Hadronen und in Blau gestrichelt Photonen. Also Hadronen sind jetzt keine Elementarteilchen, die sind zusammengesetzt aus Quarks und halten über die starke Wechselwirkung zusammen. Genau, und alle anderen Teilchen eigentlich detektieren wir nur indirekt über ihre Zerfallsprodukte. Oder im Fall von Neutrinos eben über fehlende Energie. Und ja, im Idealfall entdecken wir irgendwann auch neue Teilchen, zum Beispiel eben neue, ich nenne es mal Resonanzen, wie es zum Beispiel eben beim Higgs-Boson war. Das ist eine Resonanz bei einer bestimmten Energie, wo man dann mehr Teilchen sieht, wenn man die wieder zusammen aufaddiert zu dem, aus welchem Produkt sie zerfallen sein könnten, findet man neue Resonanzen. So war das eben auch beim Higgs-Boson. Bis zu welcher Energie können Teilchen entdeckt werden? Das ist auch eine gute Frage. Und zwar erreichen wir gerade Energien am LHC von 13,6 Teraelektronenvolt. Theoretisch können wir dann auch Teilchen mit so einer hohen Masse erzeugen. Allerdings ist die Anzahl an Ereignissen, die dann dort passieren, so gering. Also ich sag mal, die aktuelle Suchen gehen, glaube ich, in die Größenordnung von ein paar Teraelektronenvolt, 3, 4, 5, so in der Größenordnung, wenn ich gerade auf dem aktuellen oder auf dem richtigen Stand bin. Ja, und noch eine Frage. Während dem Run ist der Experimentbereich Sperrgebiet, oder? Genau, während dem Run, also während Kollision, darf niemand in die Experimental Cavern. Aber wenn ihr zu Besuch am CERN seid, könnt ihr trotzdem in die Service Cavern gehen, also dort, wo wir ganz am Anfang drin waren, nur nicht bis zum Detektor rein. Eben die 7 Meter dicke Betonwand schützt einen vor der Strahlung. Und wenn man selbst während Kollision da unten steht, neben dieser 7 Meter dicken Betonwand, ist man weniger Strahlung ausgesetzt als an der Erdoberfläche tatsächlich, weil die Erde eben auch die ganze kosmische Höhenstrahlung und so weiter abschirmt. Aus dem Weltall prasseln ständig Teilchen auf die Atmosphäre nieder. Da gibt es ganze Teilchenschauer, die eben durch uns durchfliegen. Das heißt, wenn man unten bei CMS ist, selbst wenn Kollisionen stattfinden, ist man weniger Strahlung ausgesetzt als oberirdisch. Ja, jetzt wieder zurück zu dir. Du bist gerade im Kontrollraum, sehe ich. Genau, ich befinde mich im Kontrollraum des CMS. Das ist so gesehen das Cockpit eines Space Shuttles, wenn man den Vergleich haben will. Und hier befinden sich praktisch verschiedene Systeme. Hier werden verschiedene Systeme gemanagt. Cedric, du bist ja auch Shiftleader. Du könntest, wenn du willst, auch ins Detail gehen. Ich werde Technical jetzt ganz Shifter, kein grob. Shiftleader. Technik ist so. Kleiner, Okay, Technical aber feiner Shifter, genau. Unterschied. Kleiner, aber feiner. Nee, vollkommen richtig. Hier befinden sich praktisch alle Kontrollsysteme. Also das geht von den CCTV-Kameras. Also man sieht hier wirklich, sobald jemand durchgeht, sieht man das. Also das ist eine Live-Aufnahme. Man hätte uns jetzt praktisch auch durchsehen können. Viele verschiedene Winkel, viele verschiedene Perspektiven. Und hier bekommen wir auch alle Informationen zu der Datennahme, zu Problemen, möglichen Problemen auch. Wenn praktisch mal Rauch detektiert wird von dem System, was ich gerade erwähnt habe, dann kommt das hier auf unseren Screen und dann können die Technical Shifter praktisch agieren dementsprechend. Hier sieht man auch noch was recht Hardware-lastiges, und zwar unser Detector und Infrastructure Status. Hier sieht man praktisch auch verschiedene Modis. Das ist auch einfach ein Backup zu den zusätzlichen Monitoren. Können wir hier praktisch sehen, welches System ist angeschaltet und welches nicht. Eine gute Frage, die ich schon mal erhalten habe: Okay, das Licht ist jetzt rot, das bedeutet doch, dass was nicht in Ordnung ist. Das kommt natürlich komplett auf die Konfiguration des Detektors an, beziehungsweise auch auf die Phase. Also es ist natürlich klar, dass wenn wir Arbeiten vornehmen, dass zum Beispiel die Shielding Wall, dass die open ist. Nur weil das Licht rot ist, bedeutet das in dem Falle nicht, dass irgendeine Gefahr ausgeht. Genau. Also wenn man hier jetzt rüber schwenkt, sieht man praktisch die verschiedenen Bereiche des Control Rooms. Hier ist wirklich so die administrative Arbeit, Verwaltung. Und hier hinten im hinteren Bereich befinden sich die verschiedenen Subdetektoren, wo praktisch die Leute arbeiten. Im Moment ist der Bereich gesperrt, da wir in den I jetzt sind und hier Wartungsarbeiten vorgenommen werden. Aber hier findet man praktisch verschiedene Mitarbeiter der
Subdetektoren. Genau. Gut. Ich würde mich jetzt wieder zurück zu dir bewegen, Cedric, falls es Alles Fragen klar. gibt. Ja, ich mache einfach weiter mit den nächsten Fragen, die noch offen sind. Und zwar eine Frage: Gibt es Pläne, zu höheren Energien zu kommen? Ja, immer. Allerdings ist der LHC mittlerweile, hat er fast seine Designenergie erreicht. Und zwar die Designenergie vom LHC sind 14 Teraelektronenvolt. Wir sind gerade bei 13,6, also ziemlich nah dran. 14 TeV werden vielleicht beim HiLumi oder hoffentlich für den HiLumi LHC erreicht. Allerdings kommen wir nicht zu höheren Energien. Was uns allerdings beim HiLumi LHC hilft, ist, dass wir mehr Ereignisse haben, also mehr Kollisionen. Und wenn wir dann Kandidaten haben für neue Teilchen bei hohen Energien, kommen die auch eben öfter vor und das erhöht unsere statistische Signifikanz. Und dann können wir halt vielleicht, falls da was sein sollte, mit mehr Sicherheit sagen, da ist was oder da ist eben nichts. Zusätzlich gibt es noch andere Pläne, zu höheren Energien zu kommen, zum Beispiel neue Beschleuniger zu bauen. Und zwar gibt es Pläne für einen Future Circular Collider, der dann den LHC als Vorbeschleuniger nutzt. Allerdings auch jetzt nicht unbedingt mit Proton-Proton, sondern erstmal Elektron, dann sind die Energien wieder niedriger, um zum Beispiel das Higgs-Boson genauer zu vermessen. Wenn man dann den Beschleuniger mit Proton füllen würde, könnte man auf höhere Energien kommen. Der Future Circular Collider, der aktuelle Plan ist, glaube ich, den 100 Kilometer Umfang, also dass der einen Umfang von 100 Kilometern hat. Allerdings ist es noch alles in der Planungsphase und irgendwer muss das Ganze auch bezahlen. Also da muss man dann auch ein bisschen Politik betreiben, viele Länder an einen Tisch bringen. Was auch irgendwie am CERN sehr cool ist, dass eben viele Nationen zusammenarbeiten. Also es macht wirklich Spaß, hier zu arbeiten. Man lernt sehr viele Menschen aus aller Welt kennen, nur um auch mal vielleicht auch auf die Arbeit zu sprechen zu kommen. Ich sehe, du bist gerade beim Genau. Pixeldetektor, glaube ich, oder? Das ist der Gem-Detektor. Und zwar, Ach wir haben so, ja vorhin schon Gluon-Detektor. mal darüber gesprochen. Und zwar sieht man hier eine Folie des Gem-Detektors. Und hier sieht man, es ist ein Mikroskop darauf ausgerichtet. Und hier sieht man mal die Vergrößerung. Und wir haben hier verschiedene Löcher in der Folie, und wir haben vier Folienschichten übereinander liegend, die sich wiederum in einem Gas befinden. Das ist Argon CO2. Und sobald wir eine Kollision haben, entsteht praktisch ein Lichtblitz zwischen diesen Folien, und das können wir auch detektieren. Also so funktioniert praktisch die Gem-Kammer. Und wie man hier sieht, also die Löcher sind wirklich sehr, sehr schwer, beziehungsweise gar nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen. Lichtverhältnisse sind jetzt auch nicht optimal, aber hier auf dem Screen sieht man wirklich, wie fein da gearbeitet wird, wie der Abstand zwischen den einzelnen Löchern in der Gem-Folie ist. Genau. Ja, komme ich einfach mal zur nächsten Frage. Und zwar haben wir hier die Frage, wie hoch sind die Stromkosten am Beschleuniger? Einfache Antwort, gar nicht, weil der Beitrag von Frankreich zum CERN ist eben der Strom. Die zahlen kein Geld ans CERN oder zahlen vielleicht auch Geld ans CERN, ich weiß es nicht genau, aber liefern eben auch den Strom. Das heißt, effektiv zahlen wir nichts für den Strom, allerdings sind es natürlich hohe Stromkosten. Das heißt, wir schalten auch im Winter den Beschleuniger aus, weil zum Beispiel in Frankreich viel mit Strom geheizt wird. Damit wir eben nicht die Energie der Bevölkerung sozusagen wegnehmen, sondern dass halt wichtigere Dinge haben da auf jeden Fall Vorrang. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Stromkosten tatsächlich sind, wenn man es beziffert. Also Zahlen kann ich hier auch nicht nennen. Ich kann den Stromverbrauch allerdings beziffern. Also das ist vergleichbar mit dem kompletten Stromverbrauch der Stadt Genf ungefähr. Genau. Also wenn alles läuft, also ja genau, ich wurde gerade noch mal ein bisschen aufgeklärt, wenn alles läuft am LHC, dann brauchen wir ungefähr 200 Megawatt an Strom. Und davor habe ich genau den Vertrag mit Frankreich schon erklärt. An welcher Uni sollte man Physik studieren, um dann am Ende am CMS zu arbeiten? Auch gute Frage. Wenn man als Physiker bei CMS arbeiten will und in Deutschland studieren will, dann kommen Karlsruhe, Aachen und Hamburg in Frage. Das sind die einzigen drei deutschen Unis, die am CNS mitarbeiten in der Physik. Andersrum kommt man, glaube ich, auch über jede Uni, wenn man zum Beispiel Computer Science oder Maschinenbau studiert, zum Beispiel als Technical Student ans CERN und eventuell auch zu CMS. Wenn man zu Atlas will, gibt es viele andere Unis auch in Deutschland, die bei Teil von Atlas sind. Zum Beispiel Freiburg, Göttingen, Dresden, ja, viele mehr. Weiß ich gerade alles nicht genau.
Aber die Institute in Aachen, Karlsruhe und Hamburg sind relativ groß. Die Atlas-Institute sind eher kleiner. Dafür gibt es aber mehr. Genau. Und bitte noch genauer erklären, was passiert mit der Masse des Protons bei der Geschwindigkeit nah an der Lichtgeschwindigkeit? Ja, die Relativitätstheorie besagt, dass Dinge, die eine Masse haben, eben nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit sein können. Das heißt, was dann passiert, wenn wir mehr Energie in so einen Proton reinstecken, das kann man dadurch beschreiben, dass man eigentlich die Masse erhöht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Es ist quasi so eine Barriere, dass man eben nicht mehr schneller werden kann, sondern halt dann die einzige Möglichkeit, dass wir mehr Energie reinstecken, geht dann über die Formel E ist gleich m mal c Quadrat. Also Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine Konstante. Das heißt, wenn sich die Energie erhöht, muss sich dann im Endeffekt die Masse erhöhen. Und wo geht diese Masse dann hin oder wo geht diese Energie dann hin? Ist das in einem Proton? Das besteht eigentlich aus Quarks, zwei Up-Quarks, ein Down-Quark. Dann entstehen sogenannte Seequarks und ganz viele Gluonen, also der starken Wechselwirkung. Dann entstehen spontan Quark-Antiquark-Paare, nicht nur Up- und Down-Quarks, sondern aus allen Quark-Families und so weiter. Das ist ein Teil, den ich in meiner Doktorarbeit auch behandle. Ja, geht natürlich dann sehr schnell, sehr weit in die Theorie. Ich hoffe, das hat die Frage vielleicht ganz gut erklärt. Ja, willkommen zurück. Okay, danke schön. Vielleicht noch zur Universität wollte ich auch noch mal was sagen. Also ich komme tatsächlich aus dem kleinsten Bundesland Deutschlands. Ich komme aus Saarland, aus dem Saarland. Und prinzipiell stehen die Chancen für deutschsprachige Studierende generell immer gut, was Positionen am CERN angeht. Und ich wollte hier noch einmal jeden motivieren, falls ihr Lust habt, am CERN zu arbeiten, bewirbt euch einfach. Es kommt auch meistens nicht auf die Universität an. Es kommt darauf an, wie persönlich man gewollt ist, sich weiterzubilden, wie praktisch der Bildungsstand ist und wie offen man praktisch auch für Kommunikation mit anderen ist. Also hier werden viele verschiedene Sprachen gesprochen. Englisch ist natürlich eine Grundvoraussetzung, Französisch ist eine schöne Ergänzung, und da der CMS sich natürlich auch in Frankreich befindet. Und genau, also zur Kollaboration hat Cedric ja bereits erwähnt, dass CMS verschiedene Kollaborationen mit deutschen Universitäten hat. Was es allerdings auch gibt, sind die Technical Student Programme. Das ist praktisch ein Programm, da bewirbt man sich drauf und dann kommt man an jede x-beliebige, an jedes x-beliebige Department des CERNs. Ja, also vor allem, wenn man nicht Physik macht, am CERN werden wirklich alle gebraucht. Ja, von Human Resources über Finanzen, über Legales, bis hin zu Architekten, Ingenieure, Maschinenbauer. Also wirklich jeder kann am CERN arbeiten. Wenn ihr Lust drauf habt, kann ich es nur empfehlen. Es ist wirklich toll hier. Es macht Spaß mit Leuten aus aller Welt, nicht nur aus Deutschland, die man hier kennenlernt. Ja, genau. Und ja, wenn ihr Physik machen wollt, würde mich natürlich freuen, vielleicht einen oder anderen von euch in Karlsruhe oder so zu sehen. Ja, vielen lieben Dank. Also wir sind ein bisschen über die Zeit, aber danke, dass ihr alle Fragen so ausführlich beantwortet habt. Ja, ich kann nur sagen, dass wir vom Netzwerk Teilchenwelt auch für Schülerinnen und für Jugendliche Besuche ans CERN organisieren und Workshops am CERN. Also falls ihr Interesse habt, könnt ihr da Informationen holen und ja, wir haben auch diese Woche andere Besucher an andere CERN-Experimente. Ich weiß nicht, ob ihr dabei seid oder sind das andere Guides, aber auf jeden Fall, also ihr alle Zuhörenden, ihr könnt gerne da auch dazu schalten. Und am Mittwoch gibt es auch das Workshop CERN at Home von Niklas, der auch die Workshops dann am CERN durchführt. Und ja, falls ihr Interesse habt, könnt ihr da sicherlich auch mehr Infos bekommen zu Arbeit oder Projekten am CERN. Ja, dann danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Auch danke für die vielen Fragen. Ja, und falls es auch noch mehr Fragen gibt oder so, könnt ihr uns vielleicht eine E-Mail schreiben oder wie auch immer. Findet unsere Namen bestimmt auch online, glaube ich. Genau, dann würde ich sagen, machen wir jetzt fertig. Genau. Also viel Spaß noch bei der Woche. Viel Spaß. Ich kann jeden nur ermuntern, die weiteren Experimente zu sehen. Und ja, vielen Dank fürs
für die Zeit und einen schönen Abend noch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke.